Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zum neuen Unboxing. Es ist der 4.10., einen Tag vorher. Ich wollte schon heute bei Ubisoft anrufen, also ihr seht es ja im Video, die Videobeschreibung. Ich wollte schon bei Ubisoft anrufen, weil ich habe vor 2 Wochen oder so gekriegt, dass mein Paket bald versandet wird. Bei meiner Bestellung steht noch nichts, dass es versendet wurde. Ich habe auch keine E-Mail gekriegt und ich habe auch keine Nachverfolgungsdinge gekriegt. Gar nichts. Also ich weiß nicht, was bei Ubisoft momentan los ist, aber so einen Service, so einen schlechten Service kenne ich nicht von Ubisoft. Also es ist vor Release da, das ist schon mal positiv. Aber es ist ja nicht das erste Mal, dass ich direkt bei Ubisoft bestelle. Ich habe ja meine oben Figuren, die habe ich ja alle bestellt bei Ubisoft. Und normalerweise ist es so, ich kriege eine E-Mail, wird bald versendet. Dann kriege ich eine E-Mail, dass es versendet wird mit Verfolgungsnummer. Schon bevor es überhaupt versendet wurde. Und dann kriege ich eine E-Mail, heute geht's raus, heute wird versendet und dann kann ich es dann halt verfolgen. Und dann ist am nächsten Tag da. Diesmal gar nichts. Aber es ist wenigstens da. Das ist die Hauptsache. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig rum aufgemacht. Oh, beinahe reingeschnitten. So. Obendrauf ist es diesmal. Wartet, ich zeige euch das. So, obendrauf. Achso, und da ist nur die Pappe. Aber die ist wenigstens verziert. Also das können Sie sich mal für demnächst mal merken. Ach komm. Herrgott im Himmel, ich kann nicht. Die Kartons werden auch immer enger bei Ubisoft. So, aber was ich positiv anmerken muss, ist im Vergleich, also der Karton, ja, ist halt Pappe, hier ist ein bisschen Klarsicht, hier sieht es ein bisschen hell aus, hier ist ein bisschen dicker. Rein vom Draufgucken, ich habe noch nicht reingeguckt, gar nichts, also nur rein vom Draufgucken. Und mit dem hellen, das soll wahrscheinlich so sein, ein bisschen ausgeblichen darstellen und unten das Gelb und so. Finde ich ihn aber jetzt nicht so hochwertig und schön wie die anderen Kartons von den anderen Figuren. Das sieht dann halt schon ein bisschen verwaschen aus. Es soll so aussehen, aber ich finde ihn halt jetzt nicht so ansprechend. Was ich sehr lobenswert finde und positiv finde, ist halt diese Papp-Dings, was dann halt oben drauf liegt. Ja, es ist halt so dick, wie das Spiel ist. Ja. Liegt halt oben drauf. Und da hat man dann auch noch diese Verschnörkelung. Das finde ich schön, dass es dann nicht einfach nur Pappe ist oder so, dass es dann halt schön ist. Ja. Finde ich super. So. Dann werden wir mal gucken. Ich muss noch einen Platz finden, wo ich es überhaupt hinstelle. Mein Regal ist langsam leer. Voll. Alle Ezios. Von Valhalla-Bede-Figuren. Dann vom Film. Ja, und dann halt Black Flag. Unity. Rogue. Liberation. 3. Ägypten. Griechenland. Syndicate. Ja, jetzt wird es bei mir langsam mit Platz echt knapp. Oh, hier ist jetzt Steelbook. Ah, hier haben wir Pappe oben drauf, Plastik oben drauf. Wir haben hier einmal das Steelbook. Das finde ich wieder ein bisschen hochwertig. Auch so ein bisschen auf alt gemacht, das ist nicht schön. Das finde ich sehr schön. Dann haben wir den Soundtrack. Diesmal stehen auch Namen hinten drauf. Bei Black Flag war es ja so, da standen dann hinten einfach nur Fragezeichen drauf. Da waren ja keine Namen drauf damals. Da war so irgend so ein Fehler. Und was haben wir hier noch?
So, komm raus. Dann haben wir hier noch die Lithografien. Das gucken wir uns alles später dann genauer an, nachdem wir uns die Figur angeguckt haben und ausgepackt haben. Hier haben wir dann noch die Landkarte. Das gucken wir uns alles später an. Ich werde dann die Unboxing-Ansicht wechseln, ja? So, dann können wir die Pappe hier rausnehmen. Das muss ich aufheben. Den Karton hebe ich, das Plastik muss ich auch aufheben. Ich hebe den Karton ja auf. Ich habe auch alle anderen Assassin's Creed Kartons noch im Keller. Mein Keller ist voll mit Kartons. Schade, kein Schaufenster diesmal. So. Ach, hier haben wir wieder zugeklebt. So. Da können wir nämlich das hier zusammenklappen wieder. Ja, auch das hebe ich auf. Also eigentlich dürfte man das gar nicht auspacken, ich weiß. Aber das dann natürlich halt, also müsste man so hinstellen, aber dann sieht scheiße aus. Oder halt nur den Karton hinstellen, dann kannst du aber die Figur nicht sehen. Und da Ubisoft halt hier kein Klappcase gemacht hat oder irgendwas, müssen wir da auspacken, weil ich kaufe mir die Figuren ja nicht, damit ich es als Wertanleihe erhalte oder irgendeinen Scheiß habe. Wirklich nicht. Also für mich ist es kein Wertanlegung oder irgendein Scheiß. Das ist einfach nur für mich. Ich finde es geil und ich möchte sie im Schrank haben. Ich finde es eine schöne Deko und die Figuren sind auch immer schön dargestellt. Naja. Ach, ich habe jetzt hier auch so ja den Anhänger von ihm mit bei. Den kann ich mir selber auch anhängen. Den mache ich. Gucken wir uns auch dann gleich an. Sowas lege ich immer mit denn zur Figur, lege ich denn daneben. Ja? Es ist sehr leicht. Ja? Also ich hätte mir gewünscht, dass der Sockel ein bisschen schwerer ist. Vielleicht wird Ubisoft jetzt langsam ein bisschen geizig oder so, ich habe keine Ahnung. Die Figur sieht an sich sehr gut aus. Ja, mir ist ja bei meine Griechenland-Figur. Ja? War Griechenland? Ne, Ägypten. Ägypten. Ja, wo war denn so mit dem Flitzebogen? Die ist mir runtergefallen. Die steht ja hier oben über der Couch. Nicht, dass er mich falsch versteht. Nicht die komplette Figur. Die Figur steht ja praktisch auf diesem, ist denn so in der Luft, wa? An einem Stein dran. Der Fuß ist von dem Stein ab und beinahe meiner Tochter auf den Kopf gefallen. Habe ich mich beschwert bei Ubisoft? Denkt da kam mal Entschuldigung, dass es kaputt gegangen ist. Tut uns leid, dafür können wir nicht. Mehr wollte ich ja nicht. Nein, es kam nur, gibt keinen Ersatz, gibt es nicht mehr. Dass es nicht mehr gibt, dass es keinen Ersatz dafür gibt oder so, das ist mir auch klar. Einfach mal zur Kenntnis nehmen, dass es beim nächsten Mal vielleicht besser verarbeitet wird. Also die Gesicht sieht gut aus. Auch mit dem Cape und hier den einzelnen Fransen, die da rumhängen. Die Klinge ist mit bei, die ist ausgefahren. Der Finger ist abgehakt, ein Ring hat da dran, das Schwert. Das könnte man vielleicht so ja lose machen hier und... Na gut, man hat keine Hand. Na gut, ihr könnt es ihm hier in der Hand stecken oder so. Oder kann man das? Ist das festgeklebt oder so? Na, lassen wir lieber nicht. Der Mantel ist wallend. Ich halte es euch auch gleich ran. Also sieht alles sehr gut aus. Das Einzige, was mir daran nicht so gefällt, dafür kann Ubisoft aber nichts. Dafür kann Ubisoft überhaupt nichts. Es erinnert mich sehr, ich werde euch jetzt mal ranzoomen. Es erinnert mich verdammt sehr an die Alter ihr Figuren auf der Glocke. Ich werde euch jetzt erstmal ranzoomen, damit ich euch das zeigen kann, was ich meine. So, das ist die Figur. Ja? So, hier ist die Figur. Ja? Das ist halt der Bogen.
Und es erinnert mich sehr von der Machart, von der Alter-Ihr-Figur mit der Glocke unten drunter. Wenn ich es schaffe und noch finde, werde ich euch ein Bild in die Videobeschreibung verlinken. Ich habe sogar noch was Besseres gefunden, als euch einfach ein Bild zu zeigen. Wie ihr seht, das ist jetzt ein Screenshot von dem Video. Das Video werde ich euch auch in die Videobeschreibung verlinken. Ist leider nur Französisch. Die junge Dame hat da mal das Fake und das Original gegenübergestellt und zeigt euch so anhand von der Größe, von der Verpackung, von einzelnen Details vom Original und vom Fake, wo sie sich halt gut unterscheiden. Aber alleine vom ersten draufgucken könnt ihr schon sehen, die Glocke und wie Ketten da hängen beim Fake und wie sie beim Original hängen. Wie er beim Fake positioniert ist, wie die Kapuze aussieht und beim Original. Ja, und das sind halt auch, oder auch das mit dem Gewölbe, ja, wie das aussieht beim Fake und beim Original. Das zeigt sie euch in diesem Video sehr gut. Wie gesagt, das verlinke ich euch auch in die Videobeschreibung. Und so von der Machart her erinnert mich das halt von dem neuen, von Mirage, an diese Figur. Ja, oben die Figur sieht toll aus. Hier mit der Glocke, das hat auch irgendwas, aber mit dieser komischen Säule, was wir jetzt bei Mirage haben. Ja, ich weiß nicht. Also, es ist jetzt sehr, sehr kurios. Also, mir fällt es optisch nicht. Auch wenn man anfasst, die Säule wirkt billig und die Figur hochwertig und das beißt sich da so ein bisschen. Also da hätten sie sich ein bisschen was mehr einfallen lassen müssen oder die Säule ein bisschen schwerer machen sollen, weil das Gewicht kommt jetzt eigentlich nur von der Figur aus. Ja, also wenn die da ein bisschen kippelt oder so, dann kann das schon umfallen und dann geht die versteckte Klinge kaputt oder was weiß ich. Hier in dem Video seht ihr das. Wie gesagt, ich werde es euch in die Videobeschreibung verlinken, dass ihr euch das mal angucken könnt. Was in Wish, also in Wish ist so ein Billig-China-Shop, ganz oft die Figur gab in schlecht. Weil da ist auf der Glocke oben so ein Muster drauf, das war sehr schlecht nachgemacht. Denn so ein dunkelblaues Assassinen-Outfit, so wie bei ihm jetzt hier ist. Ja, aber das Original halt nicht so dunkelblau war. Ich werde euch mal beide Original und wenn ich noch finde, werde ich euch mal beide Bilder verlinken, dass ihr euch das angucken könnt, damit ihr wisst, was ich meine. Aber er kommt jetzt hier schon echt. Ich weiß jetzt nicht, ob es gewollt ist. Dass das halt so wie die alten Figuren rüberkommt, so back to the roots. Ja, wir haben es verstanden. Ja, Valhalla war nicht so doll, wie ihr es erhofft habt. Weil es halt scheiße umgesetzt wurde und nicht das zu spüren war, was sie uns versprochen haben. Ja, fand ich sehr enttäuschend. Sehr, sehr enttäuschend. Erst versprechen sie uns, ja, wir werden detailliert rangehen und so, und dann kriegen die Wikinger nicht mal Einhandschwerter. Also echt widerlich. Und wo sind die ISO-Städte? Wo sind die ISO-Städte? Nein, da kriegen wir irgendwas, mit irgendwelchen Artefakten wieder, irgendwelche Scheiße. Die Figur an sich sieht sehr gut aus mit dem Torbogen und der arabischen Schrift. Kann man so denn natürlich hinstellen. Man sieht halt nicht viel von ihm. Wenn man ihn sehen will, müsste man das schräg hinstellen. So in etwa. Dadurch sieht man aber halt nicht so schön viel von der Fassade. Wäre cooler gewesen, wenn ihr Oberkörper vielleicht noch so ein bisschen gedreht wäre, dass man sich das so hinstellen kann und dass er auf dem Torbogen, weil er jetzt hier unten in der durch will, runterspringen kann. Ja, also das hätte ich schöner gefunden. Aber naja, man kann nicht alles haben im Leben. So von der Verarbeitung her sieht sie sehr gut aus. Ist halt aber, also die Figur merkt, also wenn ich hier so anfasse, ist schwer. Der Torbogen, das ist alles billig Plaste, einfach nur gegossen und eine Bodenplatte und fertig ist. Ja, das ist halt ein bisschen halt was ist. Das was, Einzige, was schwer ist, ist die Figur. Also da finde ich, das finde ich sehr enttäuschend. Sehr, sehr enttäuschend. Das fässt sich auch der Bogen fässt sich nicht wertig an. Man merkt, dass es billig Plaste einfach ist. Einfach nur irgendwas drauf gespritzt, damit die Figur irgendwo auf irgendwas drauf ist, dass man eine Figur verkaufen kann. Ja? Die Figur, nicht falsch verstehen, die Figur sieht wirklich sehr gut aus, aber der Torbogen, alles wirkt billig. Also, oh, das wirkt sehr, sehr billig und
Also weiß ich nicht. Also es ist kein teures Spiel, aber selbst dafür, für die Version wegen allem Kladderadatsch, kostet 159. Ich habe 119 bezahlt, weil ich Rabatte gekriegt habe durch Punkte einlösen. Ich habe es am 27.10.2022 gekauft, also bestellt, kann ich ja so sagen. Also kann man sagen, vor einem Jahr. Heute kamen sie am 4.10. Die Figur sieht schön aus. Muss ich gucken, wo ich sie hinstelle, da oben. Aber ich finde das mit dem Dings finde ich nicht schön. Also das wirkt nicht wertig. Also das hier untere Teil, das wirkt nicht wertig. Das wirkt einfach wie mit einem 3D-Drucker. Und einfach, Hauptsache irgendwas gemacht, damit die Figur oben drauf kann und ein bisschen arabisch. Finde ich jetzt so nicht schön. Überhaupt nicht schön. Also da hätten sie sich mehr Mühe geben können, das ein bisschen wertiger aussehen lassen können und ein bisschen schwerer machen können. Also das wirkt jetzt nicht so. Ja, vielleicht eine Kuppel oder so, wo er drauf ist oder so. Aber das wirkt jetzt eher wie sag ich euch ehrlich, das wirkt im ersten Augenblick wie ein Aufguss von Altair. Bloß, dass es halt ein Bogen ist und keine Glocke unten drunter hängt. Er ist da sonst oben drauf. Also, das wirkt wie, als wenn man die alte Form nochmal genommen hat und nur ein bisschen umgedingst hat. Also, finde ich jetzt, ehrlich gesagt, ein bisschen schade. Aber okay. Wir gucken uns jetzt, ich werde jetzt mal in die Unboxing-Ansicht wechseln. So. Und jetzt können wir uns das mal alles angucken, was hier mit bei war. Fangen wir mal an mit der Brosche von ihm. Die ist bei der Figur mit bei. Die ist auch aus Metall. Oder? Also sie ist schwer. Ja, die ist aus Metall. Hier sind noch Schrauben. Kann man auch aufschrauben und wieder zuschrauben. Vielleicht ist da ja auch noch ein anderes Muster drunter oder man kriegt später ein anderes Muster. Ich weiß es nicht. Aber das ist eigentlich, glaube ich, eher nur so zugemacht, damit das halt irgendwie zu ist und weil es aus Metall ist. Ja, das ist ein schönes Gimmick. Ich lasse das auch in der Tüte drin. Das mache ich dann in der Regel. Das wird dann mit Klebeband zugeklebt, dass da kein Staub rankommt. Und dann lege ich das in der Regel immer, wenn die Figur oben steht. Also, das ist jetzt hier die Figur. Wenn die Figur steht, lege ich das dann oben immer dazu. Oder wenn jetzt hier so ein Vorsprung ist, kann ich sie auch reinlegen. Ja, dass das halt immer alles da ist, wo es hingehört. Ja. So, dann haben wir hier. Die Landkarte, die wirkt wertig, also die fässt sich gut an. Also nicht wie normales Papier. Ich hoffe, da haben sie hier ein paar Geheimnisse versteckt oder so. Ja, da sind wir dann hier in Bagdad. Ja, und wir werden ja auch die Gegenden werden wir ja auch ein bisschen erkunden können, so wie es hieß. Sieht sehr schön aus, aber leider nichts gekennzeichnet, wo irgendwas Besonderes ist. Finde ich sehr schade. Alamut ist hier hinten, also da oben in den Bergen. Da kommen wir ja auch noch hin. Aber jetzt nicht in die Festung, sondern die ist ja gerade am Aufbau. Nur unten irgendwie am Rand kommen wir irgendwie hin. Ich hätte es jetzt schöner gefunden, dass man halt hier vielleicht noch so kleine Symbole drauf hat und dann halt im Spiel einfach da mal hingeht und dann halt was Schönes findet. Ja, das wäre schön gewesen. Auch wenn es halt nur irgendwelche Kennzeichnung von irgendwelchen Easter Eggs wäre oder so. Ich verlange ja nichts Dolles, aber wäre halt schön gewesen. So, dann haben wir hier die Lithografie. Mirage. Da gucken wir auch mal kurz rein. Ich hoffe wirklich, also es sieht wirklich gut aus jetzt von der Landkarte her. Ich hoffe wirklich, das ist wieder Back to the Roots. Und mit diesem Loot-Scheiß und Ubisoft-Formel ist endlich Schluss. Weil die nervt mich seit den letzten Spielen. Oh, Alamut sieht echt cool aus. Oh, wir werden wieder einen Tempel kriegen, so wie der aussieht. Yeah! Ein ISO-Tempel. Obwohl, das ist doch der, wo wir mit Ezio denn drin waren, wo Altair drin ist, oder? Boah, ich hoffe endlich wieder ISO-Tempel oder so, weil es wurmt mich. Also in Ägypten haben sie uns so schön verwöhnt. Du läufst die Wüste lang, nichts ahnt. Auf einmal wird schwarz.
Und kein Sand, das geht alles unter und du bist in einer riesen ISO-Stadt drinne. Kannst du runtergehen. Voll geil. Voll geil. Und in Griechenland, Atlantis und hast nicht gesehen. Und was haben wir bei Valhalla gekriegt? Na gut, wir haben Asgard gekriegt und so, aber das ist so mythisch. Also da geht er ja hin, weil er irgendwelche Medizin nimmt. Und keine ISO-Stadt. Wir kriegen nur mit Loki dann halt irgendwelche, dass er da irgendwelche Sachen da, Fragmente und so. Und wieder nicht erklärt, was wie es weitergeht. Also das finde ich halt ein bisschen sehr enttäuschend. Und das ist ja hier. Das müsste doch eigentlich noch vor Valhalla müsste das doch spielen, glaube ich. Weil Basim ist ja bei uns alt. Also, oder? Ja, doch. Ah, ja, meine Ezio. Ach, meine Quatsch. Ne, doch, eine Ezio. Das ist Ezio Auditore-Robe. Das ist die weiße. Oder ist das die Altair? Ägypten. Ja, mal gucken. Wir werden bestimmt ein paar schöne Roben kriegen. So. Hier haben wir denn die CD? Game Soundtrack. 5 Lieder drauf. Kann man das erkennen? Wieso ist denn schon wieder dieser scheiß manuelle Zoom drin? Ey, das geht mir aber auf den Puffer. So. Wenn ich direkt davor bin, sehe ich das. Aber wenn die Kamera so weit weg ist, sehe ich das nicht. Deluxe Edition enthält spielzusätzliche digitale Inhalte. Also, da muss ich echt mal gucken, ob es dafür ein Update gibt für meine Kamera oder so, weil das nervt mich unheimlich. So, wartet mal, da muss ich erstmal reingucken, nicht, dass ich euch, ja, sage, ja, da ist gleich der Code drin. Ach, und der andere Code ist auch noch drin. So, also ich habe, wartet mal, so, das könnt ihr sehen. Also ich habe einen Code für digitalen Soundtrack und das Deluxe-Paket. Das ist ein Pferd, ein Fliegeviech und ein Schwert und Klamotte im, ja, Prince of Persia Design. Ja, das steht dann, hier ist hier das gleiche Bild, das ist halt nochmal da mit verschiedenen. Achso, das kann ich euch so ja zeigen. Da ist, also am Anfang, auf der ersten Seite ist halt der Code. Und dann haben wir das halt hier noch in verschiedenen Sprachen. Ja, und da, ist dann halt hier kein Code, der ist halt auf der ersten Seite, den werde ich natürlich hier verstecken. Und dann haben wir hier noch ein Bonus-Quest. Haben wir hier auch noch mit bei, wartet, das kann ich euch auch zeigen. So, das ist ein Bonus-Quest. Kann ich euch jetzt auch nicht zeigen, so. Und wir haben natürlich die PS5-Version logischerweise. Damit es am besten zu meinen bestehenden Spielen passt. Weil es sind ja alle PS3, PS4, PS5. Und dann passt das halt die Assassin's Creed-Reihe schön hintereinander. So, dann hier das Steelbook. Schade. Ich hätte mir gewünscht, dass hier. Viele sagen immer, oh, warum? Wir haben nur eine Disc, reicht doch eins. Nee, ich wünsche mir mit zwei. Wenn du den Soundtrack hast, ja, hier, dann kannst du halt den Soundtrack daneben reinmachen. So musst du das halt mit. Dem machen und muss das hier so ein bisschen knicken. Das finde ich dann halt so eher von nicht so pralle. Da finde ich das halt schon besser, wenn ja, passt, geht das noch zu? Geht zu? Ja. Da finde ich das besser, wenn hier noch ein extra Dings ist. Natürlich sieht es besser aus für die, die den Soundtrack nicht haben.
Also wird ja in Steelbook gemacht für alle Versionen, denke ich mal. Und bei den unteren Versionen, wo nur ein Steelbook mit bei ist, ist ja halt kein Soundtrack mit bei. So. Wie gesagt, ich zeige euch nochmal die Karte, weil war ja verpixelt. Vielleicht schneide ich den Anfang auch weg. Ja. Hier ist die Karte, sieht auch sehr schön aus. Hier oben ist Alamut, da müssen wir ja auch noch hin, am Rand. Alamut ist ja noch am Bau. Aber ich finde es halt, wie gesagt, schade, dass hier keine Sachen markiert sind, wo man im Spiel was Spezielles findet oder sehen kann oder ein Easter Egg oder so. Ja, also das finde ich wirklich sehr, sehr schade. Wenn man schon eine Landkarte hat, dann hätten sie ja wenig. Ja, da hätte man ja das wenigstens mit drin machen können, finde ich. Ist meiner Meinung. So, ich mache mal die Landkarte hier mit beim Soundtrack mit rein. So, dass das nicht verloren geht. Na? Ich mache mal den Soundtrack sicherheitshalber raus, nur die Landkarte rein. Ja, der ist hier geschützt. Und dann nehmen wir uns nochmal ja, die Lithografie vor. Jetzt ist es ja mit dem Zoom-Faktor richtig. Also nicht mit dem Zoom-Faktor, aber ja, automatisch und nicht manuell. Ich weiß auch nicht, warum das ist. Das ist erst seit ein paar Monaten so, dass der das immer automatisch ab und zu mal macht. Ich habe auch schon versucht, das nachzuempfinden. Wann der das macht. Aber es ist halt nicht nachzubilden. Mal macht er das. Also ich habe ja hier mir die Taste für, ja, so für Zoom gemacht. Wenn ich hier drauf drücke, zoomt er. Und jetzt zoomt er auch gerade, aber bleibt halt nicht im manuellen Fokus. Ich habe auch schon mit Doppelklick und alles versucht. Da klappt es nicht. Aber manchmal bleibt er dann halt da hängen und macht im manuellen dann. Ach Gott, der Tisch ist so clean. So. Aber sieht auch sehr schön aus. Ich werde mal noch ein bisschen ranzoomen. So. Und nochmal Fokus. So. Ist auch auf automatisch geblieben. Gut. Finde ich immer ganz interessant, die Hefte. Die sind wirklich schön gestaltet und. Sieht wirklich toll aus. Also, ich hoffe, wir haben in Alamut auch wieder einen Tempel. Ich habe ja hier eben schon gesehen. Ja, das kommt mir aber auch bekannt vor. Von Revelation war das, glaube ich. Wo wir in Alamut waren, wo denn die Templer da waren. Aber hier war auch in Alamut eben so eine ISO-Tempeltür. Aber das wird der Tempel sein, wo Altair drin war, wo wir dann später mit Ezio reingehen und den toten Altair finden mit dem Edenapfel. Also es sieht wirklich sehr schön gestaltet aus. Ich werde auch die Figur jetzt gleich nochmal hier ein bisschen versuchen besser zu zeigen. Ja, ich lasse, wenn so eine Tüte mit bei ist, ist nicht immer mit bei. Aber wenn mit bei ist, lasse ich die in der Regel halt immer drum. Weil so ist es länger geschützt vor äußeren Einwirkungen. Ja? Meistens mache ich das, ich gucke es mir nur ein, zwei Mal an. Ich gucke es mir nicht alle paar Monate an. Dann mache ich dann meistens dann hier dann immer noch Klebeband drüber, dass es wirklich geschützt ist. Okay. So, wie gesagt, die Brosche zeige ich euch nochmal. Die war mit bei der Figur mit bei. Weil ich weiß ja nicht, ob das halt vorhin vernünftig rüberkam. Ja, die ist aus Metall. Sieht echt schön aus, dass ihr schraubt, oben und unten. Wiegt auch ordentlich was. Die werdet ihr auch gleich wiedersehen bei Basim.
ist die Brosche, die er trägt. Und zwar trägt er die hier da an seinem Schal. Seht ihr das? Ja. Könnt ihr erkennen, oder? So, ich würde jetzt aber kurz mal den Akku tauschen. So. Ich lege mal die Figur so ein bisschen, also nicht ganz hin, ja, damit wir das jetzt sehen können. Jetzt ist es schon wieder im Manuellen. Immer wenn ich die Batterie wechsle jetzt neuerdings, oder was? So. So, also wie gesagt, ich finde das hier alles etwas billig gemacht. Ja. Es ist wirklich nur leichtes Plastik. Dann hat man unten ein bisschen was draufstehen. Die Figur sieht wirklich atemberaubend aus. Also die Sicht sieht wieder gut aus. Na, wenn er jetzt mal hier den Fokus machen würde. Ich werde es ein bisschen weiter runterhalten müssen. So. Also die Sicht sieht wieder sehr gut aus. Auch die Details, die einzelnen kleinen Messer, hier sein Medaillon, das Schwert ist gut verziert. Ich hoffe, ihr kriegt das alles so rauf. Auch hinten die Wasserflasche, denke ich mal, soll es sein. Und noch der Dolch. Ja, auch die Finger. Hier hat er noch alle dran. Hier ist natürlich einer abgeschnitten. Wegen der versteckten Klinge. Ja. Aber die Farben sind ungünstig gewählt. Ja, das wirkt halt wie die billig Alter ihr Figuren, die sie bei Wish verkauft haben. Das wirkt, also das untere Teil wirkt sowieso sehr billig und einfach nur wie, ja, wir machen einfach so was, Alter ihr war ja auch damals, machen wir das gleiche, wir nehmen den Bassim und den hauen wir da oben irgendwo ruf. Was nehmen wir? Nehmen wir einen Torbogen. Ja, und das sieht eigentlich aus wie fast wie das Alter ihr mit der Glocke, bloß dass jetzt hier ein Torbogen ist und keine Glocke hängt. Und die Farbe sieht aus wie die Billig-Alter ihr Figur, die bei Wish gab. Ja, also die Figur sieht wirklich gut aus, aber die Farbkombination ist blöde gewählt, auch gut deutsch gesagt. Ja, ah, da fehlt schon ein Messer in der Mitte, das hat er schon weggeschmissen. Sehe ich gerade. Ja, da sind... Kann man das rausnehmen? Ne, ist fest. Lass wir mal lieber. Aber so an sich sieht es ganz gut aus. Also der obere Teil gefällt mir sehr gut, der untere Teil gefällt mir weniger gut. So ganz leicht hier unten alles. Das einzige Schwere ist die Figur. Ja, das ist halt leider nicht so. Also das ist eine von den Figuren. Also weiß ich nicht. Also ich habe viele Figuren, also eigentlich habe ich fast alle Figuren. Und alle sind sie wirklich schön gearbeitet und hast nicht gesehen. Und auch beim Wikinger-Schiff haben sie sich Mühe gegeben. Die beste ist überhaupt von Black Flag, ist ja klar, oder von Unity mit der Guillotine oder bei Syndicate mit dem Zahnrad im Hinten. Griechenland mit den zwei Figuren, das ist die größte von allen. Ja, die sind alle auf ihre Art schön. Selbst bei dem Krokodil ist der Krokodil was schwerer. Also die sind alle wirklich sehr, sehr gut gelungen. Auch das, was unten drunter ist oder neben oder hinter der Figur ist, das finde ich, also das ist die Kombination, ich sag mal, die schlechteste Kombination, die ich bis jetzt bei Ubisoft-Figuren hatte. Also bei Assassin's Creed Figuren, ich habe sie alle. Das ist die schlechteste Kombination. Das Unterteil wirkt total billig, die Figur wirkt hochwertig, das ist das Einzige, was schwer ist. Es sieht, also der Unterteil gefällt mir gar nicht gut. Ja? Also da sehen alle anderen Figuren tausendmal besser aus. Mit dem, was ringsherum ist. Also ich weiß nicht, ob denen da die Ideen ausgegangen sind oder so, ich habe keine Ahnung. Aber das und also gefällt mir gar nicht. Gefällt mir überhaupt nicht. Aber ich brauchte die Figur. Warum brauchte ich sie? Ja, sonst fehlt mir eine in der Sammlung. Und ich kann auch noch mal für die... Moment. So,
Jetzt für die nochmal, die halt frisch dazukommen, zeige ich mal die Figuren. Ja. Also wie gesagt, das ist Ezio viermal. Ich werde mal, ach man, das macht sich halt echt doof mit einer Hand, wenn du auf den Bildschirm guckst. So, ich zoome mal ran. Das ist Ezio aus Assassin's Creed 2. Ja, in zweimal, in der White und in der Black Edition. Ist genau die gleiche Figur, aber es gab halt einmal eine White Edition und einmal eine Black Edition. Danach kommt Ezio aus Brotherhood und dann kommt er aus Revelation. Ich zoome mal noch ein Stück raus, damit man den vielleicht ein bisschen besser sieht. Ein paar Figuren sind etwas größer. So, hier genau. So, das sind die beiden aus Valhalla. Da sind die beiden aus dem Film. Ja, auch da habe ich die Figuren. So, jetzt müssten wir mal hier rüber gehen. So. So. Das ist die Basim, nee, Bayek-Figur aus von der Ägypten, Origins, ich bringe die mal bitte durcheinander. Die ist da am Fuß, ist die abgebrochen und auf Sofa gefallen. Ich habe die jetzt da hinten in die Ecke gemacht, damit sie nicht schon wieder meiner Tochter fast auf den Kopf fallen kann. Das ist Griechenland. Da sind beide Figuren mit bei gewesen. Das war bis jetzt die teuerste. Das ist Syndicate. Da finde ich schade, dass Eevee nicht mit bei ist, dass nur er mit bei ist. Hätte ich damals mal noch Eevee dazu kaufen sollen. Das ist Unity. Das ist Rogue in der Mitte mit der Pistole. Mit der Fahne ist Assassin's Creed 3. Das ist Liberation. Und das ist Black Flag. Das ist die eine der geilsten Figuren überhaupt. Mit dem halben Piratenschiff und der Fahne und wie er da so drauf ist, habe ich auch geschenkt bekommen als großes Bild. Sieht voll geil aus. Ja. So, jetzt mache ich mal kurz einen Cut. So, wie ihr seht, ich habe wirklich alle Figuren. Und da muss ich sagen, von allen Figuren ist das die Figur oder die Figuren-Set, also Kombination, was für mich am billigsten wirkt. Die Figur an sich sieht, wie gesagt, sieht wirklich schön aus. Wir haben wieder Details mit bei, Tasche, Schwerter, Messer, kleines Schwert, Trinkflasche, die Kordeln, der abgeschnittene Finger und die Sichtzüge. Sieht alles wirklich sehr gut aus. Die Farbe ist ein bisschen ungünstig gewählt. Wie gesagt, ich verlinke euch das in die Videobeschreibung. Aber der untere Aufbau wirkt sehr billig. Ja, also das muss ich sagen, das ist bis jetzt die schlechteste Kombination an Figur mit Zubehör. Also Zubehör an sich ist ja gut, was mit alles mit bei ist, aber ich meine jetzt dieses Figur mit Zubehör, also Figur mit Zubehör, was ich von Ubisoft bis jetzt hatte. Sehr enttäuschend. Sehr, sehr enttäuschend. Und ich hoffe, Ubisoft macht es bei den nächsten Versionen besser, weil es kommt ja noch Hexen und ach, da kommen ja noch, die haben ja so viele angekündigt und dann wird mein Platz nämlich hier auch langsam knapp, würde ich mal sagen. Aber kriegen wir alles schon irgendwie hin. So, nichtsdestotrotz hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare posten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Ahoi, sagt euer Odin.